Aber du hast jetzt wieder den Vorteil, dass ich übermüdet bin. Das ist aber sehr nett. Wo ist eigentlich die Strecke, die ich haben wollte? Ja. Not the Berlin. Keinen Berliner. Ja. Aber trotzdem bitte ich es dir nicht leicht machen. Da fährt eine Birdo von meiner Nase. Ey! Immerhin habe ich dich mit dem Panzer verschont. Was wurde gegen das Schild gedonnert? Du magst Schilder. Okay, merke ich mir. Ja, nicht Züge, sondern Schilde. Oh. Warte mal in die falsche Richtung. Scheinst du auch noch nicht wach zu sein? Nee, irgendwie. Nicht so. Komm schon, Leute, das wird langweilig. Ich bin immer noch auf dem ersten Platz. Ich kämpfe hier hinten richtig rum. Und das ohne Melinda. Oh nein, ich wurde platt gemanscht. Ich habe ein Déjà-vu. Ach nö, nicht der blaue Panzer. Und da war ich erster. Was geht mit den Computern ab? Boah, ich bin heute richtig schlecht. Ito. Aber immer noch Zweiter. Ja, aber du bist schlecht, ist klar. Ich war auf den 6. Platz auf einmal. So, welche Strecke jetzt? Guck mal, aber Luigi ist dabei. Oh Gott. Er möchte in den Untergrund. Ja,
Nee, ich bin da gefallen. Ich auch. Schön in die Lava. Wer hat den Blitz gezündet? Ich hasse den Blitz. Mein ja. Item. Scheiß Banane. Ja, und was sagst du dazu? Genießt du Peach Arsch? Von wegen, du bist müde. Übung und müde. Ich hatte nur 5 Stunden Schlaf, also bitte. Hast du was von Untergrund gesagt? Ach, der alte Wario Sternklauer ist auch wieder am Start. Okay, was heißt Sternklauer? Der Sternboxhinter, besser gesagt. Luigi geht schon auf Angriff. Definitiv, er verteidigt sein Revier. Ey! Dabei ist er gar nicht mal so schlecht. Okay, weil Luigi ist nicht mehr erster Platz. Ich mag Züge. Ich bin auch gerade gegen den Zug gefahren. Bist du erster? Yep. Dann habe ich ein Geschenk für dich. Oh nö. Geschenk möchte ich gerne wieder umtauschen. Geschenke tauscht man nicht um. Doch, blauer Panzer schon. Großer Gold Peach ist jetzt erster.
Der sieht nicht so gut aus für deine Krone. Nee. Warte, ich muss dein Bild wieder ausblenden. Du hast die Krone nicht. Spaß. Aber ich habe jetzt ein Geschenk für dich. Oh Gott. Ob ich das Geschenk auch haben möchte? Oh, Melinda. Furchtbar, diese Frau. Und meine Karre geht, schmiert direkt ab, ne? Komm, ist Melinda wieder dabei. Macht es Melindas. Ja. So, Konzentration. Boah, ich sehe hier nur diese Stern-Icons unten links. Mein Flow ist wieder back. Mein Controller! Nein. Machen deine Controller oder Faxen? Was hast du wieder mit deinen Controllern angestellt? Ich bin auf einmal in die falsche Richtung gefahren. Okay. Ja, bloß nicht nach Melinda Seilmann. Jetzt ist Melinda traurig. Ja, das ist so gegenseitiger Hass, weißt du? Ich muss auch mal so langsam mal wieder Animal Crossing spielen. Schon wieder Karre abgewürgt, ey. Also alles beim Alten. Ja, aber erst seitdem du Melinda spielst. Da lacht Melinda nur. Na, ja, das glaube ich sogar. Aber du bist ganz schön hinter mir, du. Du will Rache. Für was? Dass Melinda dabei ist. Na, schön, dass der Blitz da war. Nee, fand ich doof. Ah, von dir kam also der Panzer. Ja. Ach, gibt's auch noch zu? Nice.
Ich hoffe, dir hat meine kleine Bombe gefallen. Die habe ich umfahren. Kannst doch nicht einfach meine Geschenke umfahren. Ja, ich habe noch keinen Geburtstag. Da dachte ich, da nimmt man noch kleine Geschenke an. Ah, deine Schatzbombe. Was hast du gesagt? Man nimmt keine Geschenke an. Ja, da wurde mir aufgedrängt. Also heute bin ich gut dabei. Auch wenn ich müde bin. Also wenn du besser werden willst, mach vorher alle Goldtrophäen. Nein, das wollte ich. Oh, ich hatte die falsche Strecke ausgesucht. Ach Mist. Zu schnell A gedrückt. Wir gehen jetzt meinen Klunker suchen. Überdimensionaler Klunker. Ja, das ist eigentlich die ganze Zeit das Wasser laufen. Stimmt. Was für eine Wasserverschwendung hier. Ja, die Badewanne ist ja auch ganz voll. Ja, dachtest du wohl so. Mist. Da ist dein Klunker. Autsch. Schadensfreude ist immer noch die schönste Freude. Aber Melinda. Geh in die Toilette. Hör doch. Boah, war Luigi. Boah, Link. Was ist denn bei dir los? Die wollen mich alle. Von Melinda möchte euch nicht. So, ich versperre euch mal den Sicht. Oh, nett. Kann ich mich auf den ersten Platz wieder zurückkämpfen? Ich zweifle. Ja, zumindest auf den zweiten Platz bin ich wieder. Ein Geschenk. Yep. Danke. Bitteschön. Ich wusste, du magst es. Wäre gar nicht nötig gewesen. Ja. Du wäre meine ganze Freundschaft, wenn du kein Geschenk kriegen würdest. Rosa Peach, du überholst mich jetzt nicht auf den letzten Metern. Ah, nein! Oh mein Gott. Ich war Erste. Tja, man kann nicht alles haben. Ja, war Luigi, der Blödmann hat mich doch abgeschossen. Immer der war Luigi. Tja, Ellie, bitte überreichen Sie mir demnächst wieder Ihren Krone. Na, wie steht mir die Krone? Hm? Ich guck gar nicht erst hin. Oh
Okay, kleine Hexe. Melinda darf nicht nach Hause. Nee. Aber nach Hause telefonieren. Wer ist denn der Schlechteste? Ich wollte gucken, wer der Schlechteste aus der Mannschaft ist. Ja, ich nicht, hoffe ich. Hör doch. Hör das erste Mal gucken, wie lange es diesmal hält. Nicht lange, ich bin direkt hier auf den Fersen. Oh, nett. Ich dachte, du wolltest die Wahrheit wissen. Oh nein. Komm, Birdo, fahr meine Banane rein. Au, Peach! Seit wann arbeitest du mit Peach zusammen? Niemals, aber ich hatte gerade die Hupe und die war so verführerisch, sie einzusetzen. Au. Oh nein. Au, boah, der Blaue. Ich habe mich gerade an Link gerecht. Aua, Wertbombe gezündet, Baluigi. Wasch. Kein Wunder, dass du kein eigenes Spiel hast. Selbst Peach hat ein Spiel. Und Yoshi, glaube ich, auch, oder? Yoshi ja. Auch. Würde nicht. Nee, das finde ich auch voll diskriminierend. Man sieht immer nur Ausschnitte, was Würde so nebenbei noch verdient. Vielleicht kriegst du deswegen kein eigenes Spiel. Nicht jugendfrei. Hab 18. Oh nö! Nö! Oh, war Luigi. Okay, jetzt kommt meine Müdigkeit hervor. Würde ich jetzt auch sagen. Und was ist deine Ausrede? Meine Müdigkeit kommt wieder. Ah ja. Würde ich jetzt auch sagen. Oh mein Gott, ich hab gewonnen. Wir reden nicht drüber. Toll, ich muss meine Krone abgeben. Am Peach. Da kaufe ich dein Spiel halt eben nicht. Kaufe ich dann gebraucht bei eBay. Ich mag Züge. Ich mag Animal Crossing. Mist. Ich möchte nicht nach Animal Crossing. Ich werde so lange Animal Crossing nehmen, bis Animal Crossing kommt. Oh, ich habe meine Karre abgewürgt. Peach. Au. Mein Flo verlässt mich. Das ist nicht meine Lieblingsstrecke. Ach, warum denn? Zu viel Sand. Zu viel Wüste. Zu viel Peach. Zu viel Birdo. Ey!
Oh, hier ist ja richtig Gruppenkuscheln hier, wo ich gerade bin. Peach ist vor mir. Oh Gott, der Zug. Ich mag Züge, ha? Blöder Blitz. Und damit hab ich gewonnen. Ach, wohl aber der Corona. Tja, Wario, hier hast du nicht so viel Glück als in Mario Party. Jetzt sind wir beide kronenlos. Wie findest du das? Oh, okay. Yes. Oh, nö. Aber dann hast du es endlich hinter dir. Yoshi ist dabei. Bewohner. Herz zum Peach. Melinda und Bewohnerin, das kann ja was werden. Ich hab so ein Déjà-vu. Aber da wart ihr in einem Team. Und Katzenpeach. Wow. Und ein Drache. Oder was Birdo immer noch sein soll. Dinosaurier. Dinosaurier mit Blasrohr. Ey, nur weil du ein Blasrohr hast, heißt es nicht, dass du mich abwerfen musst. Ich höre dir die Sterne kosten sonst. Oh, nett. Ja, du. Dann fährst du auch um meine Banane. Ja, ja, ja. Oh no. Oh yes. Karma's a bitch. Nee, diesmal bleib ich weg von deiner Banane. Oh nein! Aber ich bin in eine andere Banane gefahren. Was ist denn mit dir passiert? Mit mir? Ja, du warst auf einmal vom Weg abgekommen. Au! Den hast du dir sicher aufgehoben, hä? Ja. Für den besonderen Anlass. Genieß den Sieg, Birdo. Ich rufe jetzt erstmal Tom Nook an. Hallo, Tom Nook. Wir haben ein Problem.
Bitte hören Sie die Sterne kosten. Die nächste Abzählung des Hauses 3 Milliarden Sternis. Ich habe mein Haus schon abbezahlt. Auch alle Räume? Ja. Gebaut? Ja. Hey, wir haben dasselbe genommen. Das ja, ist ja manchmal schon... Da kannst du dich Katzenpitch mal freuen. Warum ist bei Luigi schon wieder dabei? Und Wario auch. Nur bitte sorgen Sie dafür, dass Birdes Karre abschmiert. Oder das ja. Wie fandest du mein Geschenk? Total toll. Möchtest du noch mehr davon? Okay. Weil du es bist. Versuche hier eins zu finden. Ja, aber ich kann mit einer Banane dienen. Los heute. Wieso? Ein blauer Stachel nach den anderen. Oh, wer hat den Kettenhund schon wieder freigelassen? Kamek ist auch dabei. Oh Gott. Über ein Katzenbildchen führen. Das ist diesmal nicht unser Problem. Nö. Ich muss dich gedulden, bis ich wieder Paper Mario spiele. Boah. Hallo Kettenhund und tschüss Kettenhund. Ja, du wolltest doch noch so ein Geschenk haben. Danke. Bitteschön. Vielen Dank für den roten Panzer. Wie lieb von mir. Hey, Geschenke gibt man nicht zu. Du blöde Kuh! Ach, warte, warte nur. Du schenkst mir auch so viel, da dachte ich, das kann ich nicht einfach so annehmen. Wo kann ich Klage einreichen? Birdo cheatet. Mit ihrem Blasrohr. Und, So, hast du jetzt von... Neun. Acht. Och nö. Komm schon, bitte. Komm schon. Aber ich habe schon wieder eine Überraschung für dich.
Die Palmas. Oh Gott. Ein blaues Bier, du. Ich hoffe, das senkt dich ein bisschen ab. Oh, Mr. Krabs, hi! Geld. Pass auf, Katzen, Pete schießt auf dich. Hm. Wollte ich noch was? Wird man einmal getroffen, treffen auf einmal alle. Ja. Hier ist ja richtig Schuppenkuschel. 1,5 Meter Abstand. Ich war auf den ersten Platz, jetzt bin ich Siebter. Das ist nicht schön. Ich wusste, dass Birdo schlecht ist, aber so schlecht. Hey! Oh, Mann. Tja, Katzenpeach, selber schuld. Oh, Mario. Oh, Blitz. Mario und Katzenpeach gehen mir auf den Sack. Du störst halt eben ihr Date. Ich merk schon. Och nö! Au! Ich war doch nicht mal Erster. Wie oft kommt der blaue Scheißpanzer dieses Mal? Keine Ahnung, das ist heute extrem schlimm. Computer haben das System gehackt. Also man merkst, das Verlieren den letzten Mal hat mich so auseinandergenommen, ich kann nicht mehr Erster werden. Hat mich so geschockt. Oh, siehst du diese Krone? Na, ich schaue es mir gar nicht an. Das Spiel liebt mich. Einbildung ist auch eine Bildung. Ja, wenigstens bin ich gebildet. Mario Kartologie, ja? Ja. Kann auch nicht jeder. Jetzt wusste ich, wenn du deine Karre abgewürgt hättest. Ja, das hätte voll gepasst. Tschüss, Birdo. Autsch. Birdo hatte andere Pläne mit mir. Oh, danke, jetzt bin ich Fünfter. Au! Gott, jetzt krieg ich wieder so ein Déjà-vu. Ja, diese Strecke. Der Blitz aber auch wirklich passend kam bei deinem Ausbruch. Jetzt hättest du den Blitz heraufbeschworen. Ja, ich bin ja eine Hexe, ich kann das. Dann wäre die Sache geklärt.
Ja, jetzt wissen alle Bescheid. Ich glaube, das wussten die schon alle. Tschu-tschu. Bist du Erster? Ja. Nein. Ich hasse euch alle. Anzeige geht raus. Wo ist der halt Anzeigehauptmann, wenn man den mal braucht? Ey, man spielt nicht mit Feuer. Hexen schon. Ich muss die Haarfarbe ändern. Hey, wer spielt denn jetzt da mit Feuer? Das ist ein Dinosaurier. Dinosaurier speien halt eben mit Feuer. Statt auf mich zu fokussieren, fokussiere dich mal auf Peach. Denn sie kommt mit jeder Runde, die sie gewinnt, deine Krone näher. Niemals. Ach, ich möchte nach Amsterdam. Nach Amsterdam? Lass deine Hexenkraft bei dir. Ich bin jetzt für Team Katzen Peach. Oha. Go Peach. Oh. Insgeheim bist du hier die Hexe. Warum? Weil du deine Karre abgewürgt hast? Du hast bestimmt einen Kurzschluss verursacht oder so. Kurzschluss. Genieße dann mal den Platz als Erster. Wird eh nicht mehr lange dauern, bis der nächste blaue Panzer kommt. Die heute irgendwie gefühlt permanent kommen. Ja, heute ist es krass. Möchte ich hier mit Münzen? Ja, ein Item zum Blocken. Da kannst du in Amsterdam shoppen gehen. Ich mit meinem Gehalt. Adams. Ich muss sparen für New York. Stimmt. Dann Kopf an Kopf rennen mit Katzenpeach. Ja, und ich beobachte alles. So, Katzenpeach ist erstmal außer Gefecht. Ja, dachtest du, du blöde Piranha. Ja, ich sehe nichts. Punkt. Ah, falscher Weg. Mist. Ach ja. Ja, ja. Ich sagte doch, Peach kriegt deine Krone.
Definitiv. Und ich möchte jetzt eigentlich diese Regenbogenstrecke. Vielen Dank für die Regenbogenstrecke. Behaupten wir deine Strecken. Wer ist hier die Hexe? Außer Kamek. Ich stell mal so eine Ultimate-Regenbogenstrecke raus mit allen Regenbogenstrecken hintereinander. Wow. Katzenfisch ist auch immer an erster Stelle. Ich will meine Krone. Schmeiß mich hier nicht runter! Boah. Doch. Tschüss. Komm, fall runter. Tschüss. Mal sehen, wie lange tschüss. Au! Ja, wir sehen uns so schnell nicht wieder. Mir ist mit runtergefallen. Ich auch. Musst du mir alles nachmachen? Kamek ist bei mir. Ah. Wo bist du eigentlich, Birdo? Platz 4. Noch. Platz 2. 3. So schnell kann es gehen bei der Regenbogenstrecke. Ja. Aber ich sehe dich. Mist, schnell weg hier. Du weißt 1,5 Meter Abstand, ne? Komm schon, Yoshi, du kannst es tun. Yoshi Mu. In Wahrheit ist Yoshi ein Sailor Moon. Nein, ich bin runtergeflogen. Hey! No, no. Danke, Wagen. Oh, Katzenpitch ist dir aber gefährlich nahe, du. Was sagen Sie dazu? Ich enthalte mich besser. Okay. Jetzt ist vorbei. Der Spaß geht weiter. Na komm schon, jetzt packst du die Skill raus und bist Erster. Gib's zu. Nee.
Ja, doch, definitiv. Aber erstmal bitte Karre abschmieren. Oh, ich sehe da eine Birdo. Und eine Peach. Ist Peach gerade runtergeflogen? Glaub nicht. Peach wollte mich runterschmeißen. Na, Birdo. Davon brauchen wir auch einen Zusammenschnitt. Birdo, der Freundlichkeit in Person. Au. Was sagt man dazu? Kamas ne Bitch. Und schon wieder. So gute Items. Wolltest du mich wieder mit dem Panzer abwerfen? Ich hätte einen blauen gehabt. Dankeschön, lieber Blitz. Ein Herz für Blitze. Oh, ja! Nein, 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 nicht so kurz zum Ziel. Ja. Ich war noch im Ziel, als der gekommen ist. Tja. Langsam solltest du dir Sorgen machen. Alles Taktik. Findest du? Dazu sage ich nur dies. Doch dann das losfahren. Jetzt verpack ich. Ja, vielleicht habe ich von Lotte Lach meinen Karre abgewürgt. Das war's nicht. Darf ich nicht zu schnell fahren? Oh, bitte fahr zu schnell. Ich feuer dich auch an. Oh, nett. Okay, er liest es vom Fass wieder vor mir. Ich würde mal sagen, die Krone gehört jetzt mir. Es sei denn, es kommt wieder ein blauer Panzer. Ja. Ach nö, Leute, das ist jetzt nicht mehr feierlich hier. Da fahre ich doch wieder freiwillig runter. Mist, jetzt habe ich mein Crew verloren. Indessen machen meine Katzen dann mir Palaver. Die Katzenpeach hat hier wirklich die Krone geklaut.
Ich will nichts mehr davon hören. Wen hassen Sie mehr? Melinda oder Peach? Jetzt gerade Peach. Jetzt eine Ballonschlacht? Ja, können wir machen. Oh Gott. Schade, dass sie hier nicht mehrere Karten gemacht haben. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Bewohner. Aber keine Peach. Sind jetzt alle gegen alle? Yep. Das wird ein Chaos. Ich habe erstmal meine Karre abgewürgt. Ich habe den Start verpennt. Mit Bananen kann ich doch nichts anfangen. Bewohner, ich krieg dich noch. Meine Rache wird süß sein. Shy Guy hat die Krone. Nein, not the Shy Guy. Ich wurde vom Mutant Turania erwischt. Ich krieg immer solche Scheiß-Items, mit denen ich nicht viel anrichten kann. Und hab jetzt schon gefühlt jeden erwischt. Krieg ich auch mal Items, die mir helfen, statt nur Bananen. Boah, ich göttlich aber. Ich hab noch keinen erwischt. Ich vier. Wie hast du das gemacht? Was für Items kriegst du da? Bomben. Oh, jetzt habe ich sogar noch einen braunen Ballon dabei. Hallo, krieg ich mal bitte gescheite Items? Boah, ich krieg nur scheiß Items. Ich habe endlich jemanden erwischt. Und noch jemanden. Yay. Mist. Das war stärker als Banane. Ein Wiggler. Ekel, Junge. Ich habe Ellie ausgeschaltet. Ich meine, das war nur ein Versehen. Bewohner hat die Krone, das geht gar nicht. Ja, schießt alle nur auf mich, ihr Ayopa ist hier. Okay, jetzt habe ich den Dreh raus. Ich
Mist, das war Ellis Bombe. Aber du hast mich auch einmal getroffen, jetzt sind wir quitt. Okay. Auf die anderen drauf. In der nächsten Runde müssen wir als Team. Okay. Aber ich glaube, das sind jetzt 5 Rennen mit. Aber ich kann ja abbrechen und dann das Team machen. Wohnen. Aggressiv, liebe Leute hier. Die wollen alle unsere Drogenballons. Boah, Shy Guy. Ich hab die Krone! Nein! Ich hab gewonnen! Boah, ich hab nur einen Punkt, weil mich jeder kriegt das. Applaus für Ellie! Yay! So, warte, dann beende ich das mal kurz und dann können wir das Tee machen. Muss nur wieder nachjoinen. Ja. Dum-dum. Ich stelle mir vor, wir können uns dann immer noch gegenseitig beschießen. Das wäre mies. Daisy, Rosalina, Donkey Kong, Wiggler. Oh nö, Katzen Peach. Oh, nö. Sie hat gehört, dass du die Krone hattest. Ja, kaum bist du wieder mit direkt dabei. Ich soll wieder Karre abwürgen. Das hier sieht ja richtig schön aus. Definitiv. Ich sehe Yoshis. Weißt du, woran mich das erinnert? Woran? So ein bisschen an Mario Sunshine von GameCube. Kennst du das? Ich habe mir damals der All-Star für die Switch geholt. Da ist ja Sunshine drauf. Muss ich mal irgendwann mal anfangen. Komm schon, Larry. Ach, Mist. Ja, ich habe Larry erwischt. Ich Katzenpeach. Ich hab die Krone! Okay. Yay! Ich hab Piranha erwischt. Rosalina hat mir das Item geklaut, ist in Ordnung, das ist mein Team. Du bist Donkey Kong. So. DK, Donkey Kong. Und wie du die Queen, weißt du das nicht? Nö, ja, weiß sie nicht. Oh, Diddy Kong wird mich hassen. Was hast du angestellt? Ich hoffe, wie ich ihn jetzt schon rausgekickt habe.
sehe nur unsere Teams. Aua. Aber unser Team führt. Ich glaube, du hast langsam den Dreh raus, ne? Ich? Ja, das ist immer noch die Krone. Ja, ich verstecke mich mittlerweile ein bisschen. Aha. So ist das heiße. Hallo, ich will die Krone doch nicht verlieren. Nicht schon wieder. Katzenpeach. So, was hast du davon? Peach. Aua. Du scheiß Larry. Metall machen. Mist. Ich hab Larry erwischt. Da kam Larry mit seiner Muskelkraft und hat Spanspruch sich zum Deck gemacht. Sogar Sandy hält ihn für einen Psychopath, weil er seine Hose setzen hat. Auch ein toller Song. Mhm. Ja, die neuen Folgen kannst du dir ja kaum noch geben, ey. Meine Lieblingsfolge ist zum einen das mit den atlantischen Abenteuer und dann einmal da, wo sie aus der großen Krabbe ein Hotel gemacht haben. Oh ja, das fand ich auch lustig mit Patrick. Sind da Backersteine drin? Da sind Backersteine drin. Und mit dem Pool dann. Hm. Ja, die fand ich auch gut. Na, ich glaube, das ist nicht so mein Spiel, diese Ballon. Nach Mutant Tyranna. Okay, ich hab Wendy erwischt. Und Mutant Piranha. Team Blau hat noch gewonnen wegen 2 Punkte. Ja, weil Metal Mario mich noch abgeschossen hat zum Schluss. Ich hatte 9 Punkte. Der hat dich bestimmt so gestalkt, während du dann halt eben auf der sicheren Seite warst, dass du dachtest, dich erwischt niemand mehr. Oh. Time for Luigi's Mansion. Liegt alles an Katzenpeach. Ja, blöde Ziege. Jetzt gibt's Rache. Ihr könnt aber auch mal geputzt werden. Warum würge ich zurzeit immer meine Karre ab? Tyrannia. Oh Gott, ich hab Katzenpeach entdeckt. Hallo, Birdo. Hallo.
mein Gott, was ist hier los? Es eskaliert. Aber nur leicht. Au. Au. Danke. Vielen Dank Au. Für die Schmerzen. Ja, ich hab Larry erwischt. Ich hab die Deckung erwischt. Ich hab mich selber erwischt. Jackpot! Wie hast du das geschafft? Mit einer Nuss. Mit dem grünen Nuss? Ja. Ich hasse diese Nüsse. Panzer. Au. Von dem. So, Kopf. Verliert man einfach mal zwei Ballons, wenn man stirbt. Ja, macht Sinn. Ey! Also, wir werden haushoch verlieren. Definitiv. Sein ist passiert ein Wunder. Schon die Dekor. Ich treffe einfach für die. Boah, die Dekor. Auch erstmal neue Items hier. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. 6 Punkte, 7 Punkte noch. Okay, jetzt nur noch 4. Mein Gott, unsere Punkte werden immer weniger. Alter, was geht ab? Guck mal, wir haben nur noch 9 Punkte. Ich hab 1 Punkt Gold. Yay. 2. Ja, wir gewinnen. Nicht abschließen lassen. Oh nein, Gleichstand. Oh nein, wir verlieren. Was ist so eine Sekunde Arbeit hier? Wie gewonnen, so sauer. Wegen einem Punkt. Mal wieder. Gut. Wir haben einfach kein Glück in diesem Spiel. Nee, das Spiel hasst uns. Definitiv. Vor allem so Kampfkurs 1 plus Kampfkurs 2. Angriff! Let's go! Erstmal schön hier meine Bananen verteilen. Fahrt alle rein. Au. Du hast mich mit dem Panzer erwischt.
Hast du einen Ballon verloren? Ja, nein, habe ich nicht, glaube ich. Glaube nicht. Oh Gott sei Dank. Das wäre ja mies, wenn du deine eigenen Leute abschießen könntest. Brauchen neue Items. Hey, Larry! Da ist der große Larry mit seiner Scheiße. Jetzt mal wieder Bananen verteilen. Wenn ich es in meine Banane gefahren. Haha, ich dir recht. Im Donkey Kong, ich bin in deinem Team übrigens. Bist du das? Donkey Kong hat die Krone. Ich erwische niemanden, aber solange mich niemand erwischt, ist alles paletti. Komm schon, Diddy Kong. Boah, es gibt so Runden, da sehe ich einfach niemanden von Team Blau. Boah, Larry, der Scheiße hat sich gelächt. Leute, wir verlieren Haus hoch. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Komm schon. Oh. Oh, Wendy. Irgendjemand von unser Team hat mich abgeschmissen. Also verliert man doch Kronen. Die Balance. Ich glaube schon. Ja, das ist ja mies. Verwundert unser Team so schlecht ist. Sie gehen nur auf uns. Aber selbst der rote Panzer bringt hier nichts. Ne, weil der kein Ziel macht. Ne. Mist. Da ist der große Lerika mit seiner... Wendy! Kein Wunder, dass Peter Pan dich nicht wollte. So, wo ist Team Blau? Ich habe hier eine Schütte über... Ach schon. Ah, Larry. Oh, Diddy Kong. Ich fahr einfach so. Gleich oh, boah. Boah! Kann man sich hier nicht irgendwo verstecken, Mann? Ich hab Wendy ausgeschaltet. Oh, ich hab eine Krone. Kniet nieder, ihr Narren! Nein. Oh. Ja, Donkey Kong. Boah, ja, die Balance gehen definitiv kaputt. Donkey Kong ist nämlich reingerast mit seinem Item und dadurch habe ich einen Ballon verloren. Oh mein Gott, wir gewinnen. Ja. Obwohl ich nichts gemacht habe, außer rumfahren. Aber hey, ich war immerhin besser als Rosalina und Wickler. Wir führen. Mal sehen, wie lange.
Ja, jetzt hat Katzenpitch den Hasskick auf dich. Was wird es wohl? Apropos Drachen. Hast du Zelda weitergemacht? Ich habe es versucht, ja. Du hast es versucht. Ich glaube, dass ich aus den Dungeon rausgehen werde. Ich glaube, das ist besser. Mach zuerst lieber die Ornis. Ja, ich mach lieber erstmal was anderes, weil ich verliere echt meine Haare, ich verliere alles. Ah nee, das heißt, man kriegt graue Haare, man verliert nicht die Haare. Entschuldigung. Ja, man kriegt graue Haare. Es sei denn, du möchtest unbedingt eine Glatze haben? Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt, aber bist auch nicht abgeneigt. Wenn's wenn es passiert, dann passiert's. Genau. Gehört alles zum Älterwerden dazu. Ja. Vor allem das Bild daran ist, ich weiß, dass unten rechts eine Karte ist, aber ich sehe es nicht, weil unsere Bilder so drauf sind. So. Und ich habe auch nicht die Zeit, auf die Karte zu achten. Nee, das habe ich wohl auch nicht. Fun Fact, ich habe erst jetzt bemerkt, dass es eine Karte gibt. Echt? Ja. Kein Wunder, dass ich nie die Gegner gefunden habe, wenn ich nie auf die Karte geachtet habe. Katzenpeach! Ja, ich habe Katzenpeach erwischt. Diddy Kong, bam! Scheiß Banane. Oh, Metall Mario. Wickler hat die Krone. Oh. Super, Vicky. Boah, Rosalina, ich bin in dein Team, du Dumme. Schießt die mich schon wieder zum zweiten Mal. Ich hab mich selbst mit dem Panzer erwischt. Das ist irgendwie blöd. Wie einfach drei Leute gleichzeitig die Krone haben. Ist auch lustig. Ich hab auch eine. Ja, mit Herrn Mario und du hast gerade eine Krone. Vorhin hat auch noch Donkey Kong eine Krone. Ja, ich hab Mario ausgeschaltet. Jetzt hast nur noch du die Krone. Bin ich nicht nett? Ja. Ja, ich hab Wendy erwischt. Und nochmal. Oh, ich hab gerade einen Lauf. Ich hab einen Lauf, Leute. Ich hab einen Lauf. Boah, schau dir mal unsere Punkte an. Wow. Wir sind voll geil. Noch.
Wir haben ja nicht gerade die hellsten Kerzen in unser Team. Das ist wohl wahr. Ich glaube, das war bisher meine beste Runde in diesem Art vom Spiel. Yeah, die Krone ist unser! Ja! Wollen wir noch eine Runde? Aber dann glaube ich lieber normal fahren. Okay. Zum Abschluss nochmal mit Team dann, mit Teams. Okay. Ich schaue noch gerade, was es noch so gibt. Räube und Gendarm. Gott. Piranha-Pflanzen. Bombabwurf. Münzenjäger. Insignien-Diebstahlbrot. Das sieht wirklich nach Sunshine aus. Okay, dann weiß ich, was wir schon in der nächsten Mal machen. Mit Teams. Jo. Okay. Oh oh. Was? Siehst du gleich. Bitte nicht. Bitte nicht das, was ich denke. Das siehst du gleich. Sind wir in einem Team? Mhm. Aber ist noch jemand im Team dabei? Och nö! Och nö, wir haben Melinda dabei. Wir können ja nur verlieren. Erstmal Karre abwirken und so. Sieht so süß aus mit dem Fähnchen hinten dran. Hm. Aber die Farben bringen nichts, wenn die Gegner, wenn unsere Teammates uns selbst angreifen. Hui. I believe I can fly, not. I believe I can fly. Boah, ich möchte jetzt so gerne Wind Waker für die Switch haben. Ich auch. Immer noch. Ach ja, ich hatte dir schon erzählt, dass du am Anfang die Schweine mal angreifen musst, ne? Hm. Ja, muss man machen, das ist ganz lustig. Ich hatte das Spiel damals für die Wii U, aber ich habe den Fehler gemacht und habe das Spiel verkauft. Echt? Und jetzt habe ich, ja, und jetzt habe ich wieder Bock da drauf. Aber mittlerweile also kann man das ja gar nicht mehr kaufen. Das ist so teuer, oder was? Yep. Genauso wie mit Paper Mario 2, wo mit der Gamecube, da verkaufen die Leute das für über 100 Euro. Da bin ich ja froh, dass demnächst das Remake erscheint. Paper Mario 2. Ionen. Boah. Ja, Wind Waker würde ich auch gern spielen, aber mein Fernseher akzeptiert die Switch nicht. Den Gamecube nicht. Ich wollte schon gerade sagen, wie spielst du dann? Im nee, Handheld, den Game. 100%. Nee. Muss ja alles sehen. Guck mal, so schlecht ist Melinda gar nicht. Oh Gott. Hast du Melinda bestochen? Sie soll fernbleiben von mir. Denk daran, sie ist in unserem Team. Sie muss auch gut sein. Ich will sie aber nicht sehen.
glaube, das kannst du nicht beeinflussen. Mag sie nämlich nicht. Sei für die Hyrule Pista. Einfach so demnächst einfach so eine 800-Euro-Spenden-Stream machen, eine Reise nach New York, bitte. Wenn jeder mir nur 1 Euro spendet, ich muss dann höchstwahrscheinlich eine schöne Steuernachzahlung dann machen, wenn ich die Steuererklärung mache. Aber ey, ich war in New York. Wäre doch auch mal was. Give me the Romeo. Mich sogar extra erkundig. Für 90 Tage braucht man noch kein Visum. Echt? Man muss nur seinen Antrag ausfüllen. Und man kann maximal 90 Tage ohne Visum dann dort bleiben, wenn der Antrag genehmigt wird. Wow. Aber da denkt man sich, Leute, warum nicht in London? Das wäre so viel einfacher. Ja, das glaube ich. Und vor allem kostengünstiger. Außerdem wollte ich schon immer mal wieder nach London. Alleine wegen dem Harry Potter Bahnhof. Oh ja. Blauer Aua. War bestimmt Bowser. Ich hoffe, du hast nicht versucht, mich abzuwerfen. Nein. Ich musste nur mal was los hier, was ich die ganze Zeit festhalte. Ich habe auch manchmal die Fälle, dass dich die Alzen sich von selbst freistellen, obwohl ich die Taste gedrückt halte. Ja, ich halte die auch die ganze Zeit gedrückt. Schon wieder ein blauer Aua. Alter, das ist doch nicht wahr. Doch nicht mehr normal, ey. Das war heute der Tag der blaue Panzer, ohne dass ich das eingestellt habe. Anscheinend. Also, so viel blaue Panzer hatten wir noch nie. Nö. Hat Phoenix bestimmt gehackt. Ja, außer wenn wir das extra so einstellen. Was ist die Wii U denn eigentlich? Ist das so wie die Switch so ähnlich? Also man konnte, es gab Spiele, die auf dem Gamepad vor der Wii U am Laufen waren, dass man halt eben nicht im Fernseher am haben musste, aber man konnte die Wii U nicht mitnehmen. Das heißt, du konntest zwar auf dem Gamepad spielen, aber nur solange du zu Hause mit dem Internet verbunden bist. Ach so. Die Konsole ist auch wirklich durch den Marketing auch gefloppt, weil alle dachten, das sei nur eine bessere Wii. Ich hoffe, wenn der Nachfolger für Switch kommt, dass der bessere Leistung hat. Und hast du eigentlich schon mit Life is Strange 2 angefangen? Fertig. Ui. Habe ich an einem Tag durchgesuchtet. Ich glaube, ich war bis 3 Uhr nachts oder so wach. Weil das so. Ich muss weitermachen. Ich musste einfach wissen, wie es ausgeht, sonst hätte ich nicht schlafen können. Aber da sind auch so traurige Sachen, ne? Ja, einer hat schon gesagt, Kapitel 2 ist nicht ohne. Ja, also ich fand bis jetzt jedes Kapitel irgendwie voll grausam. Bis wo hast du denn jetzt gespielt? Bin erst bei Anfang Kapitel 2, also ich hab noch was vor mir. Und wie hast du reagiert, als der Nachbar da deinen Bruder geschubst hat, so? Assi.
Ich hab den verprügelt. Ich fand's voll grausam, dass der Vater einfach erschossen wurde. Ja, das fand ich ja richtig schlimm. Der hat doch gar nichts gemacht. Eben. Er wollte nur nach seinen Kindern und das, boy, das ist so. Da kommen noch traurige Sachen, warte ab. Oh Gott, ich hab Angst. Also ich glaube, also für meine Verhältnisse finde ich, ist das der krasseste Teil von Life is Strange, wo am meisten so traurige Sachen und sowas passieren. Ja, ich habe auch schon im Internet gelesen, Life is Strange 4 ist in Entwicklung. Echt? Yep. Was ist denn Life is Strange 3? True Colors. Ach so. Das mit der Aura-Kraft. Ja, ja, das habe ich ja auch. Sehr wahrscheinlich der entspannteste Life is Strange Teil. Aua. Oh, der Blaue. Ja, ich hatte Master Schwert berührt. Hi Bird, und na, wie geht's? Bilus schlägt sich so durch, irgendwie. Also wirklich, Larry, streng dich besser an. Und Cooper, du auch. Hast du eigentlich Life is Strange 1 vor Before the Storm gespielt oder erst Before the Storm? Aber du musst mir kurz erklären, was ist, dann kann ich dir das sagen. Der erste Teil ist mit Max und Chloe, der Before the Storm ist mit Rachel und Chloe. Rachel ist ja die nachher tot ist, ne? Genau. Ja, den habe ich zuerst gespielt. Ich finde, wenn man das andersrum spielt, zuerst mit Max und Chloe und dann mit Rachel und Chloe, dann hat das so einen anderen Feeling, weil sonst weiß man, dass Rachel ja schon tot ist. Beziehungsweise entführt worden ist. Ich fand diesen Lehrer da so, das war doch da der Teil mit diesem verrückten Lehrer, ne? Mhm. Boah, den fand ich so verrückt. Ich fand die Albtraum-Sequenz furchtbar. Max! Max! Ich fand die auch furchtbar und ich bin noch voll lange hängen geblieben. Seitdem habe ich Angst vor Quests mit Flaschen sammeln. Finde die 5 Flaschen. Nein. Bitte nicht. Gib mir böse Life is Strange Feelings. Meine Albtraumsequenz fand ich furchtbar. Max, go ape! Aber auch irgendwie voll krank, ne? Wie kommt man auf solche Geschichten? Keine Ahnung. Da muss man ja schon irgendwie einen weg haben, weil das ist ja schon echt heftig. Definitiv. Ich habe die ganze Stadt geopfert. Ich auch. Scheiß auf die Stadt. Wolf fand Nils am Anfang so ein richtiges Arschloch. Und da, wo er Max diese Sprachnachricht geschickt hat, hatte ich voll Mitleid mit ihm. Ja, ich auch. Weil da wusste man sofort, dass er nur benutzt worden ist. Ja. Und ich muss sagen, bei Life is Strange 2 mag ich den kleinen Jungen nicht mehr. Am Anfang fand ich den voll knuffig und so, aber nachher mag ich den nicht mehr. Mal gucken, was du später sagst. Oh Gott, oh Gott. Da bin ich immer gespannt. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant.
Möchte aber nicht zu viel verraten. Ich fahre die ganze Zeit hinter dir. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Das ist aber nett. Außer ein Luigi-Zug trennt unsere Wege. Ich mag Züge kaputt. Nee, ich mag Bananen. Oh nö! Melinda. Denk daran, sie ist in unserem Team. Leider. Wie wir führen. Okay, Melinda macht langsam wieder Pluspunkte bei mir. Bei mir nicht, da fehlt noch einiges. Es gibt ja auch Gerüchte, dass New Leaf von Animal Crossing auf die Switch geportet werden soll. Ich bin gespannt, ob das wahr wird. Ja, das habe ich auch schon gehört. Das fände ich aber auch cool. Mhm. Wenn die Insel dann auch wieder das, wo du mal ein bisschen Spiele spielen könntest. Oh ja, das vermisse ich bei New Horizons, einfach keine Minispiele gibt. Ja, ich fand dieses Spiel, wo du da den Rasenmäher verkloppen musstest, am besten. Weil du ja, konntest auch die anderen wieder verkloppen. Da geht ja leider seit Anfang April ja nicht mehr, haben ja alle Services abgestellt. Boah. Ich wollte ein bisschen New York-Feeling haben. Vielleicht läuft Goomba da ja auch auf die Straßen rum. Warst du schon mal in New York? Nö. Nö, nee, war ich nicht. Ich auch nicht. Der Gumba hat meinen Panzer kaputt gemacht. Oh nö! Komm her von jetzt zu Broadway. Wie viele Blaue die heute schmeißen, ey. Ja, normal. Ja, aber kurzer Broadway-Besuch. Über 100 Punkte führen wir. Auch mal ein schöner Anblick, wenn wir beide eine Krone haben. Mhm. Definitiv. Mario und Boss an einem Team stelle ich mir ein bisschen kompliziert vor.
Oh. Let's get you a bit loose. Melinda, du warst schuld. Mal die arme Melinda. Die hat mich gerade runtergebotzt. Ich wusste, dass das alles nur Show ist, was sie gerade hier abzieht. Sie tut nur so was ab. Ja. Eindeutig. Sie macht alles, um zu gewinnen. Ja, ich frag mich auch immer noch, welche Beziehung sie zu Tom Nook hat. Wird das jemals erfahren werden? Ich denke nicht. War das deine rote Panzer? Nein. Nein. Nein, echt nicht. Ich hab die ganze Zeit den scheiß Bumerang in der Hand. Stimmt von Melinda. Ja, glaube ich auch. Sie zeigt jetzt wieder ihr wahres Gesicht, die alte Schnepfe. Kann der Bumerang nicht endlich mal ablaufen? Der nervt mich. Ellie mag keine Bumeränge. Nee. Außer in Zelda. Ach ja. Da gab es ja auch einen. Mal gucken, ob ich bei Zelda überhaupt noch Waffen habe oder ob ich ihn wieder neu craften muss. Also, dass wir verlieren? Bezweifle ich. Schnell weg von Melinda. Bevor sie wieder deinen Karabbe. Ja, ich hatte schon ihre Schmalzlocke in meinem Bildschirm gesehen. Die eskaliert. Warum? Schmalz. Hast du denn schon mal die neuen Folgen SpongeBob geguckt? Nö. Ja, die sind doch nicht zu empfehlen, die sind echt antihaft. I believe I can fly. Hm.
Melinda, Mann! War toll! Ich bin gegen Baum gefahren. Wegen Melinda. Melinda! Melinda. Mach! Oh, jetzt bin ich auch gegen Baum gefahren. Und gegen der Wand. Pass auf, Melinda ernährt. Der bewirft mich ganze Zeit ab. Melinda ist das. So langsam habe ich das Gefühl, dass du das warst. Hallo? Willst du damit sagen, Melinda sei unschuldig? Nö, aber du lachst komisch. Ja, weil die mich die ganze Zeit auch abschmeißt. Also sie ist kein Teamplayer. Ich glaube, die ist auch direkt hinter mir, oder? Opa war hinter dir. Melinda kurz auf. Aber Melinda hat sich hinter Cooper versteckt. So, welche Strecke nehmen wir für die letzte Strecke? Sag an, ich will das gleiche. Ich weiß noch nicht. Welche hatten wir denn noch? Gar nicht. Gefühlt fast alle. Sollen wir zufällig machen oder aussuchen? Wir können auch zufällig machen. Okay. Und jetzt kommt Regenbogen. Oh, please not. Was ist das? Sag mal jetzt gerade gar nicht. Ab Bangkok. War auch eine schöne Strecke. Ich will nicht nach Bangkok. Ich möchte nach Amsterdam. Linda kennt sich hier eh wieder aus. Oh. Auch in Sachen, wie man dein Auto kurz schließt. Achso, das ist die Strecke, ja, die ist lustig. Komm mit. Boah. Von wem kam jetzt die rote Panzer? Ohne Scheiß, die sind nicht von mir. Nee, ohne Witz jetzt, die wurden bei mir auch angezeigt. Okay, ich glaube dir. Warte, heißt das, du hast mich doch in der letzten Runde abgeworfen? Oder versucht? Versucht, ja. Bin jetzt mal ehrlich. Aber jetzt schmeißt jemand auf uns. Aber das kann keiner vom anderen Team sein, sonst würden die uns treffen. Bis dahin, du bist zu nah dran, dann kann die uns den treffen. Oh, Melinda ist hinter mir, kein Wunder. Ne, weg da. Bist du gerade mal eine Banane gefahren? Ja. Ich mag Bananen. Merke ich so langsam. Am liebsten die Schalen. Okay, jetzt ist es lustig. Also wenn ein roter Panzer vom Team kommt und du die Hupa hast, dann wird der Panzer nicht zerstört. Lass ich mal so stehen. Hatschi, oh. Melinda ist vor mir. Echt? Yep, jetzt nicht mehr. Ich werde immer so Melinda kleine hat Cooper abgeworfen. Aber der ist doch auch in unser Team. Yep. Siehst du? Hab ich doch gesagt. Dafür habe ich jetzt Melinda mit der Cooper erwischt. Angriff! Melinda ist mal auf den Fersen. Und irgendjemand hat eine rote auf mich. Oh. Ich ärgere jetzt Melinda.
So, und damit hätten wir gewonnen. Ja. Knapp, aber nur. Knapp. Mit 156 Punkten mehr. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Dito, die Krone steht dir gut. Danke dir auch. Danke. Hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Also, sagen wir an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Tschüss.